Und damit herzlich willkommen zu einer Folge Evo Stage 2, die nehme ich gleich nach der letzten auf, die ihr wahrscheinlich gesehen habt, falls ich die nicht anders hochlade. Naja, heute ist Thomas Monster. Thomas ist auch dabei, erstmal wieder. Hallo. Und wir spielen heute Assault, wie häufig mal, weil ich Assault gern mag. Und heute spielen wir Torwald, denn der ist gerade schön im Angebot. Und da dachte ich mir, warum nicht? Torwald ist ziemlich gut. Ich erkläre euch gleich, was der kann. Ich bin Geist. Okay, Thomas ist Geist. So, Torwald ist erstens so ein Wikinger-Dude, sag ich mal. Geist ist gerade auch im Angebot, oder? Ja. Wir haben du bist genau derselbe Typ wie ich vorher. Ja, Torwald, also, habe ich doch gesagt. Ja. So, jetzt sage ich mal, was er kann. Automatische Schrotflinte feuert mehrere Schnellschüsse ab, wenn du den Abzug betätigst. Mörserkanone feuert mehrere explosive Mörsergranaten in einer bogenförmigen Linie ab. Schrapnellgranate, wenn diese Granate explodiert, erzeugt sie kleine Schwachstellen beim Gegner. Verbündete, die diese Stellen treffen, verursachen mehr Schaden und natürlich den normalen Schild, einfach den jeder Assault hat. Und ich finde, Torwald ist sogar fast der beste Charakter gegen Monster, hätte ich fast gesagt, weil wenn man die Schrapnellgranate, die Mörserkanone und das automatische Schrotflinten-Ding gut benutzen kann, und es gelingt mir manchmal, diese Combo gut hinzubekommen, dann kann man damit einfach dem Monster gefühlt in ein paar Sekunden einfach die komplette Rüstung wegfetzen. Und das ist einfach ultra gut. Vor allem die ganzen Pro-Player, die dann mit Torwald spielen, die sind einfach... Alter, da hat man fast keine Chance mehr, seine Rüstung zu behalten. Und ich versuch's, die Combo im Trailer mal hinzubekommen. Mal gucken, ob ich's schaff. Geist hat sehr wenig Leben und sehr wenig Schild. Also mal gucken. Vielleicht kann ich krasse Kombos machen. Maggie, wer weiß, vielleicht geht die Runde auch nur 5 Sekunden. Hast du mal gegen diese Monster gekämpft? Ja, du anscheinend auch. Nicht wirklich. Ich habe sie untersucht. Hat deine Welt überlebt? Du kennst wohl die Antwort auf diese Frage. Aber du konntest entkommen. Yep. Nachdem du deine Welt kann ich hast nicht sterben springen? Sehen. Ich versuche da möglichst nicht drüber nachzudenken. Kann ich nicht springen? Okay? Also, wie weit Nein, würdest du gehen, Geist. Um jeder, diese Biester aufzuhalten? Monster kann sich anders fortbewegen. Naja, ich dachte, ich wüsste die Antwort darauf. Aber wenn ich dich so ansehe, nicht so weit. Du kannst dich aber in die Luft teleportieren, es ist dann sowas wie springen. Mhm. Okay, nice. Teleportfeld platziert! Vögel! Da hinten. Planeten Scannerino. Hier, ich zeige euch mal kurz, weil das Dings heißt, ich drücke einmal auf den Abzug und der schießt gleich das ganze Magazin leer. Wenn jemand gut trifft, dann kann das schon recht nützlich sein. Die Dinger sind teuer. Macht sie bitte nicht kaputt! Welche Dinger sind teuer, Maggie? Oder was, du auch immer was? Ja, ich glaube, es war Maggie. Ah, nee, das war Carla, stimmt. Mit ihren Teleportern, die sind wahrscheinlich teuer, hat sie gemeint. Wo ist deine Ablenkung, Geist? Anscheinend haben die dich schon gesehen. Ach, irgendwie sehen wir dich. Wir haben dich gefangen. Monster gefangen. Cool. Jetzt versuche ich mal eine krasse Combo hinzulegen. Seine Panzerung ist weg! Schaffen werde. Feuer! Monsterpanzer, den jetzt schon? Ja, nee, das war wegen Carla. Ich dachte, das wäre gerade eine krasse Kombo gewesen, aber war es leider nicht. Die Falle hat funktioniert! Da, feuert auf diese Ziele! Oh nein! Ach, ich hasse Carlas Teleport. Carla, du bist das größte Stück Scheiße, was es gibt, echt. Bin ich aus der Arena teleportiert worden. Her mit dem Monster. Volltreffer. Toll. Jetzt haben wir gerade den Schaden gemacht und dann nicht mehr. Nur wegen Carla. Achtung. Was labern die denn so laut, Alter? Das muss ich, glaube ich, mal einstellen. Feuer auf das kleine Mistvieh. So, sorry, Leute. Es muss jetzt sein. Ich hab kurz ein bisschen leiser gestellt. Ach komm, das kann doch nicht sein. Ja, weil ich jetzt da raus teleportiert wurde. Jetzt macht Thomas die wahrscheinlich alles fertig. Hat funktioniert. Ha, hab dich. Okay, wir sind wieder alle relativ drin. Aber noch 40 Sekunden. Harpunenfallen bereit. Ihr könnt gern die Teleporter benutzen. Wo bist du? Da oben bist du wohl. Alles klar, wie gut kann sich der denn heilen? Ja. Ziel getroffen. Allerdings fand er das ziemlich gut.
Alle sind bereit, es kann losgehen. Kuppel fährt herunter. Stirb. Ich war bereit für dich, Bestie. Hier geht's. Oh Gott, irgendwas leckt hier bei mir rum. Mach dir noch Schaden. Ich seh das Monster da hinten. Vögel in der Luft! Die nehmen mir die Arbeit ab! Naja, ich habe glaube ich die Combo nicht hinbekommen. Aber ich glaube, ihr wisst, wie sie funktioniert. Oder wie sie funktionieren soll. Falls ich mich da nicht irre, falls ich sie komplett falsch mache, dann ja. Bin ich halt am Arsch. Da. Du laggst wohl ein bisschen. Nein, die kommst du drauf. Feuert auf diese Ziele! Alle sind bereit! Nein, der scheiß Körper von dem Viech schützt dich. Irgendwelche Geräusche sind bei mir hier gerade. Die sind ziemlich komisch. Falle am Boden! Wie gefällt dir das Monster? Wir sind ein Team. Du bist allein. Panzerung ist gleich weg! Stirb. Alle sind bereit! Blitz! Kuppel bereit. Du bist gefangen. Monster gefangen! Ja, wahrscheinlich hört ihr auch wieder Fallen nur bereit. Klicken von mir, Leute. Ziel getroffen. Thomas ist zu Alles schnell. Alles wieder gut. Danke. Viel besser. Oh Gott. Wir können das Vieh töten, bevor es sich entwickelt. Ich hab dich verwundet, Monster. Harpunen fallen bereit. Das war daneben. Ach, deine Scheißding. Stirb. Wo ist er hin? Los, verfolgt ihn. Da oben ist er. Carla, ich hasse deine Teleports. Die sind scheiße. Wo bin ich jetzt? Okay, das der war jetzt auch scheiße. Ich habe eine Falle vorbereitet. Alter, Carla macht nur so dumme Sachen. Ich finde es auch ein ganz cooles... Easter Egg kann man jetzt nicht sagen, aber ein cooles Feature, dass immer wenn man gegen Geist spielt, dann hört man immer in der Gegend so ein Flüstern überall. Ich spüre das Monster da drüben bei den Vögeln. Sie spürt das Monster. Oh Gott. Ach so. Jetzt kapiere ich's. Carla hat ja Monstergene in sich drin. Das Monster hat sich entwickelt. Oh nee. Wir haben unseren Vorteil verloren. Bist du denn, kleiner Geist? Kuppel bereit. Oh Geist, wo bist du? Teleporter aktiv. Was leckt denn Vollkommen immer so ein sicher, soweit ihr wisst. Carla, ich hasse dich. Hör auf, deine Teleporter zu platzieren. Die sind komplett unnötig. Dadurch kommen wir nur in Schwierigkeiten. Die helfen uns nicht. Ich habe keine Ahnung, ob der Thomas da ist. Oder er nicht. Das war ein Busch. Dann habe ich mal irgendein Monster. Kuppel bereit. But I don't know where Thomas is. Da ist Thomas. Geist! In Reichweite! Feuer frei! Nein! Schieß doch auf ihn, ihr Leute! Auf den Geist! Los! Feuer! Ah! Lass mich wieder hoch! Alle sind bereit! Volltreffer! Da! Feuert auf die Schwachstellen! Wartet, bis die Panzerung weg ist! Dann schießt! Ich komme nie richtig ins Gefecht mit rein. Harpunen fallen bereit! Falle gelegt! Was? Erwischt!
Ich glaube, ich habe die Kombo noch kein einziges Mal hinbekommen. Als ich gegen Arne gespielt habe, habe ich die Kombo richtig oft hinbekommen. Okay, der war aber auch BMF, da ist leichter zu treffen, weil der so groß ist. Ziel getroffen! Raubtier, greife an! Wo ist er da? Nee, das war seine Kopie. Wo ist Thomas? Da hinten ist er. Warum machst du da hinten deine Supernova? Thomas, du bist Brain AFK. Alles. Los, Feuer! Ich bin eine ziemlich gute Schützin. Erwischt! Achtung! Komm schon, die müssen doch treffen. Feuert auf die Schwachstellen! Fallen sind bereit! Die Arena lässt nach! Ja, also nein, nicht, dass, ja, dass die Arena nachlässt, sondern... Ja, ich habe, glaube ich, die Kombo ein kleines bisschen geschafft. Ich habe so eine Mini-Kombo geschafft. Vögel, oh! Danke für die Information, Panel. Wenn wir ihn jetzt töten, kann er nicht davon spuken. Ah, noch mehr Tiere mit Todeswunsch. Hat es gerade Dings gesagt? Torwald? Ich hab ihn, glaube ich, noch nie richtig reden hören. Warum kriege ich die ganze Zeit immer so leicht Geistsicht, sage ich mal, weil irgendwie ist auch immer, wenn man in die Nähe vom Geist die Teleporter kommt, wird der Bildschirm immer aktiv. So schwarz-weiß. Also, nicht mehr so farbenfröhlich. Zurück! Blitz. Ja, gut gezielt. Da seht ihr gerade, wie viel Schaden das gemacht hat. Die Kombo meine ich. Das wird nicht lange halten! Gefällt ihr das? Weil ich krieg die immer noch nicht richtig hin. Die Kombo meinte ich, Amis. Okay, wir haben ihn wieder. Oh Gott. Ich habe eine Falle vorbereitet. Ja, Daisy ist tot. Du aber auch gleich. Panzerung ist gleich weg. Wir sind durch die Panzerung. Macht weiter. Ich habe eine Falle vorbereitet. Ja, neues. Nice. Nein. Noch ein oder zwei Millionen. Tot. Nein. Ich glaube, ich habe die Kombi die Kombo nicht richtig hinbekommen, Leute. Naja, vielleicht ein andermal. Aber wenigstens haben wir gewonnen. So. Ja. 370. Ich würde gerne noch einmal hier. Mit Geist spielen. Und können wir machen, aber das war es jetzt erstmal mit der Folge, Leute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten vergesst uns nicht zu abonnieren, falls ihr noch mehr von sowas sehen wollt. Und teilt das Video mit euren Freunden, damit die auch sehen, wie cool Torwald ist. Und falls ihr das Spiel selber spielt, könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr vielleicht auch die hinbekommen habt oder hinbekommen wollt oder sonst was, ob ihr die überhaupt kennt. Und ja, dann hätte ich eigentlich auch gesagt, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Tschüss, Thomas, deine letzten Worte. Ja, vergesst nicht, stark zu sein. So richtig bewegende Sprüche. Ja. So richtig. Keine Ahnung, mir fällt gerade kein guter ein. Naja, tschüss.